Ah, Switch Character. Meat Boy. Das wird lustig. Das hat doch überhaupt nichts von Mega Man. Nö, wie komme ich denn jetzt nur darauf? So. Ah, fuck. Runter. Komm schon. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Dankeschön. Oh, da hätte ich direkt drauf gekonnt, okay. Das merke ich mir. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt. Baby. So, King Cardian oder wie auch immer das jetzt hieß. Ich habe es nicht lesen können. Ich gucke erstmal hier unten rum. Was bist du denn? What the hell? Wie viel führen die denn noch ein hier in der Stage? Okay, ich möchte mir das erstmal alles angucken. Und zwar mit Flywrench. Vielleicht gibt es da wieder einen schnelleren Weg. Ich habe gerade so das Gefühl, dass man das Ganze da hinten echt lustig austricksen kann. So, hihihi, I cheated. Oh, okay. Soweit kommt er aber. Das ist schon mal gut. Flug? Flug? Ah, nicht ganz. Das merken wir uns mal. Wie weit kann er denn? Er kann... bis hier. Das ist auch schon mal was. Dann kommt da dieses verrückte Viech. Und meint, es könnte an mir knabbern. Aber das... kann's mal total verhacken, denn ich bin bei Bandage Girl. So. Switch Character to Meat Boy. Und jetzt werde ich garantiert verfolgt oder sowas, so wie das aussieht. Ja, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Das ist ja lustig. Hahaha, Verfolgungsjagd. Als wäre das Level nicht so schon, glaube ich, eklig genug. Bringen wir noch einen Zeitdruck mit ein. Yeah, guter Plan. My Boy. Wie weiche ich dem Viech denn aus, indem ich schneller bin? Ich muss schneller sein als das Viech. Ich muss schneller sein als die Welt. Nämlich so. Oh, was? Wie geht das denn? Das ist eklig. Die ganze Stage ist eklig. Was ist denn dieses Weiße? Sind das Raupen? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Das sind doch... Larven oder so ein Krams. Igittigit. Igittigit. So. So und so. Great A. Da ist ein Pflaster. Das habe ich gesehen. Und das wird wieder mal gecheatet. Ich denke, dass das möglich ist. Gucken wir mal. Ja, es passt. Es passt. Ich glaub's nicht. Awesome. So. Ich werde aber zur Fairness die Stage wenigstens nochmal angucken. Denn das war jetzt krass gecheatet. Dumm, dumm. Was haben wir denn hier? Nochmal so ein lustiges, hey, ich verfolg dich, Viech. Dann haben wir so ein... ah, und da soll man dann hoch oder sowas. Ja, ich sehe es schon. Da soll man dann hoch und dann ist man bei Bandage Girl. Oder aber man nimmt meinen Weg. Hey, das hätte auch noch gepasst. Also man sollte hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Hier hoch, dann da landen. Ja, komm. Exit to Map. Das sparen wir uns. Ich bin der... Master of Cheating. Hust, hust. Oh. Na, das wird ja immer lustiger, das Spiel. Jetzt haben die einseitigen Raketentürme nicht mehr ausgereicht. Die hier. Schieß mal auf. Oh Gott. Jetzt im Ernst. Sägen schießt. Was ist das denn für ein krankes Land hier? Wo jeder Mensch Waffen haben darf. Und so ein Krams. Das sieht mir nochmal nach einer Flywrench-Stage aus. Einfach, um an das verkackte Pflaster da oben ranzukommen. Hm. Okay, Notiz 1. Er verliert seine Ladungen auf dem Teil. Ah. Keine Flywrench-Stage, eine Ogmo-Stage. Japp. So schon eher. Dann will ich das aber, glaube ich, von der anderen Seite machen. Na, super. Oh boy. Ich muss an dieses Pflaster ran. Ja. Und dann noch weg. Und dann... ich kann nicht mehr eigentlich auch direkt das... ja, ich mach's so. Okay, nochmal raus. Ich hole mir direkt den Schlüssel. Und komm jetzt irgendwie... an das Pflaster ran. Um dann zu überleben.
Auch wenn ich noch keine direkte Ahnung habe, wie ich das machen will. Oh, ich kann mir auch erst das Pflaster holen. Na, das war blöd. Das ist kein guter Plan, was ich hier gerade habe. Man sollte sich den Schlüssel auch... Oh! What the hell? Ah, fuck. Die Stage wird lustig. Das sehe ich jetzt schon. Die hat definitiv Haha-Potenzial. So. Da ist das Pflaster. Und da war die Rettung. Und dann bin ich tot. Ich hätte nicht gedacht, dass die so krass federn. Ich meine, hey, ich bin da bis nach... wirklich ganz oben geschossen und... dachte mir dann, jopp. Das war's jetzt mit Ogmo. Verfehlt. Wieder verfehlt. Getroffen und... oh, sogar geschafft. So will ich das sehen. So nicht. Ah, ärgerlich. Ist das Ganze hier. Wieso bremsen die das auf einmal nicht mehr? Die haben das doch gerade so... jetzt bin ich zu weit. Hm. Ich habe das doch gerade so schön hingekriegt. So. Nein, warum... warum schießt der denn? Wieso fliege ich denn so hoch? Was soll denn das? Das war zu weit. Ah. Das war auch zu weit. Es muss einfach in jeder Welt so ein, zwei Problemstages für mich geben, habe ich das Gefühl. Ohne kommt eine Welt nicht aus. Ohne mich zu ärgern. Aua. Ah. Ich musste an den Schlüssel ran. An den Schlüssel. Das war viel zu früh gesprungen, aber okay. Und das war schon wieder verfickt. Komm. Nein. Ich krieg diesen Schlüssel nicht mehr. Warum verfehle ich den jetzt auf einmal? Mit jedem Mal. Na, vielen lieben Dank. Aua, wo kam der denn noch her? Ach, von da oben. Ach, da oben ist noch einer. Ach, als ob das Ganze nicht schon lustig genug wäre. Ja, das ist der Haha-Effekt der Stage dann. Jetzt habe ich's verstanden. Das ist ja wahnsinnig komisch. Mhm. Also, ich will hier rüber. Nein! Fick dich! Das kann doch nicht so schwer sein. Ba-ba-ba-ba! Nein! Ich muss beides beim ersten Anlauf kriegen. Das ist das Problem an der Sache. So, hep. Jetzt kommt von da einer. Und dann habe ich keinen Double Jump mehr, weil ich an keiner Wand war. Ah, das habe ich ja auch noch vergessen. Das war ja auch noch da, das Problem. Der resettet sich ja nicht. So nett ist der ja nicht. Jetzt ist er futsch. Jetzt bin ich tot. Ah, warte, warte. Ich schaffe das heute noch. Jo. Ja. Ja. Oh.